Gucken, ja, die sind mir alle viel zu stark. Elite-Gegner hier und dann auch so viel auf einmal. Gehe ich mal weiter, vielleicht kann ich ja da irgendwie schon. Oha. Das sind aber echt viele hier. Die sind auch ein bisschen stärker. Da hinten ist ein anderer Spieler. Da frage ich mal an, ob er in einem Team machen möchte. Ob er in der Gruppe beitreten möchte. Ich gehe mal hin, dann sieht er mich besser. Hey, wie, was? Will er nicht? Ja, dann nicht. Scheiße. Gut, dann ich glaube, ich gehe mal erstmal auf die Schwachen, wenn wir ein so ein Ding erledigt haben. Dann geht das. Was ist denn hier? Warum schiebst du mich weg? Scheiße! Oh shit, jetzt gehen die alle auf mich. Mist! Oh, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Mann, den einen hatte ich doch schon fast tot. Wo ist er denn? Oh. So ein Kack. Und jetzt habe ich da unten in meiner Leiste irgendwie was, eine Attacke verschoben. Das Sprenggeschoss habe ich verschoben. Schöne Scheiße, Mann. So ein Dreck. Tja, was soll man machen? Das sind halt Heldenmissionen. Man braucht halt einen Teampartner. Oder man, wenn man es schafft, dann kann man auch die Gegner irgendwie einzeln erledigen. Aber das war da überhaupt nicht möglich. Also die ersten drei oder vier, das wäre vielleicht noch gegangen, aber dann haben sie mich leider dummerweise zu den anderen hingeschubst. Und mit so einer riesigen Meute kann ich nicht fertig werden, das geht nicht. Das war echt unmöglich. Ja, heißt für uns, wir müssen zurück nach Dorf Ora, dann würde ich schon sagen, wir müssen zurück nach Fort Garnick und die Mission abgeben. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Und wieder einmal können wir uns diese schöne Landschaft angucken. Das Wetter auf diesem Planeten ist auch nicht gerade herrlich. Also einen schönen blauen Himmel stelle ich mir anders vor. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so viel Smog sein soll. Oder ob dieser Planet dauerbewölkt ist. Ich weiß nicht, vielleicht steht das ja auch in den Codex einträgen, sondern ich lese mir die ja nicht durch. Also bin ich auch selber schuld. So, schon sind wir da. Ich hätte sonst auch gerne die Schnellreise gemacht, aber die war ja leider noch besetzt. Die brauchen wir eine halbe Stunde, bis sie wieder aufgeladen ist. Wäre schon nicht schlecht, wenn die ein bisschen schneller aufladen würde. So, dann gehen wir mal hin da. Moment mal, nicht so schnell, Sergeant. Wir beide sollten uns unterhalten. Ich bin Lieutenant Virk. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Ja, klar habe ich das. Meine Jungs hier haben mitbekommen, dass ihr ein kleines Gespräch mit Fenrich Farn hattet. Ich weiß, dass Farn euch von meinen Geschäften erzählt hat. Und ich weiß, dass ihr es einigen sehr wichtigen Personen verraten habt. Jetzt warten eine Menge Papierkram, einige Anhörungen und unzählige Fragen auf mich. Hol doch. Das gefällt mir gar nicht. Mir doch egal. Ich habe nur das Richtige getan. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Es ist mir egal, ob es euch gefällt. Selbstmord wäre auch eine Möglichkeit. Tut uns doch einfach den Gefallen und schluckt eine Granate, wenn euch der Stress zu viel wird. Wenn hier jemand stirbt, dann bin das sicher nicht ich. Hört genau zu. Diese Insel ist mein kleines Königreich. Ich bestimme darüber, wer hier leben darf und wer sterben wird. Und glaubt mir, ich werde dafür sorgen, dass ihr in einer Kiste von eurem nächsten Auftrag heimkehrt. Sergeant. War das alles? Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Ich mache euch fertig. Ich habe keine Angst. Vor unvermeidlichen Unfällen solltet ihr auch keine Angst haben. Wir sind hier fertig, Jungs. Gehen wir. So, will er uns hier bedrohen oder was? Ich habe das Gefühl, dass wir dem später nochmal über den Weg laufen werden.
Ah, Sergeant. Willkommen zurück. Setzt euch. Ihr werdet den Einsatz von hier aus mit mir beobachten. Ja, Sir. Wovon sprecht ihr? Das ist eine Beleidigung. Welcher Einsatz? Wo sind Commander Tarvus und die anderen? Der Chaos-Trupp ist gerade dabei, die Separatistenfestung zu infiltrieren und die ZR-57 zu sichern. Commander Tarvus hat sich klar ausgedrückt. Ich darf euch unter keinen Umständen erlauben, den Chaos-Trupp bei dieser Mission zu unterstützen. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überrascht. Ich dachte wirklich, ihr hättet es langsam raus. Aber Tarvus ist wohl immer noch nicht überzeugt, dass ihr für einen großen Einsatz bereit seid. Das muss der Commander entscheiden. Solange die Bezahlung stimmt. Aber meine Dienstakte ist fehlerlos. Ich vertraue dem Urteil von Commander Tarvus. Vielleicht nächstes Mal, Sergeant. Ich bin sicher... Lieutenant, wir haben ein Problem. Sprecht, Fenrich. Was geht vor? Wir haben den Kontakt zum Chaos-Trupp verloren, Sir. Kommunikation, Video, Positionsanzeigen, alles. Es ist fast so, als wären sie komplett verschwunden. Das ist nicht akzeptabel, Soldat. Geht sofort zurück zum Terminal und findet den Status des Chaos-Trupps heraus. Ja, Sir. Ich sollte mir das ansehen. Ist das ein Hinterhalt? Ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Schickt mich los, Lieutenant. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Es wäre gegen den Befehl von Tarvus, aber in dieser Situation... Immer noch kein Signal vom Chaos-Trupp, Sir. Ich glaube, wir haben sie verloren. Also gut, Leute, zuhören. Diese Mission wird unter meinem Befehl nicht scheitern. Wir werden es nicht zulassen, dass diese Bombe noch einmal verschwindet. Die Infiltration der Festung ist eine Mission, die nur der Chaos-Trupp erledigen kann. Zum Glück haben wir noch einen Chaos-Soldaten hier. Sergeant, ihr geht in die Festung. Die ZR-57 darf nicht in den Händen der Separatisten bleiben. Ist das klar, Sergeant? Verstanden. Was ist mit meinem Trupp? Ihr verlangt das Unmögliche. Sollte ich nicht den Status des Chaos-Trupps bestätigen? Sie könnten dringend Unterstützung gebrauchen. Die ZR-57 ist euer Primärziel. Sobald ihr euch darum gekümmert habt, sehen wir, was wir für Tarvus und die anderen tun können. Wir hatten eigentlich gehofft, die Bombe intakt zurückzubringen. Doch wir sind sowieso schon weit ab vom geplanten Missionsverlauf. Hier ist der neue Plan. Wir haben den Deaktivierungscode für die ZR-57. Wir entschärfen die Bombe und dann haben die Separatisten nur noch einen großen radioaktiven Briefbeschwerer. Ihr werdet das Kommunikationssystem der Separatisten hacken müssen, um den Code zu aktivieren. Mit diesem Datenstift sollte es funktionieren. Ich dachte nie, dass es so weit kommen würde, Sergeant. Ich muss euch ja nicht sagen, was passiert, wenn ihr scheitert. Ihr könnt auf mich zählen, Sir. Ich mag Herausforderungen. Hört auf, ich bin schon ganz gerührt. Schwere Missionen sind mein Spezialgebiet. Seid vorsichtig da draußen. Wir dürfen uns diesmal keinen Fehler erlauben. Ihr habt die Koordinaten der Separatistenfestung. Ich bin sicher, ihr könnt euch vorstellen, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen dort sind. Verschafft euch Zugang, setzt den Datenstift in das Kommunikationsterminal ein und schaltet die ZR-57 für immer aus. Tausende Leben stehen auf dem Spiel, Sergeant. Wir zählen auf euch. Viel Glück, Sergeant. Supi, Belohnung. Cool, eine orange Waffe, die können wir ja nicht pimpen. Gegenstandsmodifikation. Du hast eine Gegenstandsmodifikation erhalten. Damit kannst du einen deiner Gegenstände verbessern. Gegenstandsmodifikationen passen jedoch nur in dafür vorgesehene Slots. Wenn ein Gegner modifizierbar ist, gegen Gegner ein Gegenstand. Aber was ist denn los hier? Wenn ein Gegenstand modifizierbar ist, kannst du dein Modifikationsfenster mit Steuerung und Rechtsklick öffnen. Mann, war das schlecht. Ich muss sofort die erste Klasse wiederholen. Lesen lernen. Scheiße, nee. So, das machen wir doch mal. Erstmal ausrüsten. Und jetzt Steuerung und Rechtsklick. Und jetzt können wir die Gegenstandsmodifikation. Oh, heute habe ich es echt drauf. Oder auch nicht. So, jetzt haben wir die Waffe gepimpt und jetzt kann es weitergehen. Wo müssen wir hin? Da hinten. Gut,
so viele korrupte Soldaten hier. Die verschleppen einfach irgendwelche Töchter, machen illegale Wetten. Nee, nee, nee. Ich denke, wir sind hier bei der Republik und nicht beim Imperium. Ich denke, hier sind nur gute Menschen. Habe ich mich wohl getäuscht. Na, dann sprechen wir mal mit Kellig. Na los, rein mit ihr, aber plötzlich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hab euch doch schon gesagt, dass ich nichts weiß. Ich schwöre es. Ja, das hast du gesagt. Aber weißt du, was ich denke? Ich denke, du hattest einfach nicht genug Ansporn, mir die Wahrheit zu sagen. Hey, was macht ihr denn hier? Ihr dürft hier nicht rein. Diese Operation ist streng geheim. Was schlägt ihr einfach Frauen? Was soll denn das? Was soll das Ganze? Tut mir leid. Ich untersuche einen Überfall. Ihr Soldaten habt nicht zufällig einen Händler angegriffen, oder? Hat euch mein Vater geschickt? Oh, danke. Halt die Klappe! Bitte, ihr müsst sie aufhalten. Sie foltern uns. Ich sagte, du sollst die Klappe halten. Sie hat die Republik verraten. Sie kriegt nur, was sie verdient. Wie viele haben die Gerichtshöfe sind überfordert. Der Gerechtigkeit muss dringend auf die Sprünge geholfen werden. Wenn ein paar republikanische Soldaten dazu härter durchgreifen müssen, warum nicht? Ihr seid euch eurer Sache wohl sehr sicher. Da habt ihr recht. Das ist doch Wahnsinn. So geht das aber nicht. Die Folter ist ein legitimes Mittel in der Kriegsführung. Glaubt ihr denn, die Separatisten würden sie nicht einsetzen? Oder das Imperium? Diese Missgeburten hier wurden alle dabei erwischt, wie sie für die Separatisten gearbeitet haben. Sie sind Verräter. Aber vor allem besitzen sie Informationen über die Aktivitäten der Separatisten. Alles, was wir tun, ist, ihnen diese Informationen zu entlocken. Informationen, die viele republikanische und mantellianische Leben retten können. Wen interessiert es da noch, wie wir an sie herankommen? Mich. Macht mir ein Angebot. So tief sinken wir nicht. Mich interessiert es. Und ich werde dafür sorgen, dass es auch euren Vorgesetzten interessiert. Uns macht das ja auch keinen Spaß, aber welche Wahl haben wir? Hört mir zu. Nehmt dem Vater der Kleinen diesen Ring mit und sagt ihm, dass das alles ist, was ihr von seinem Töchterlein finden konntet. Im Ring ist ein Abhörgerät versteckt. So bekommen wir alle Informationen, die wir brauchen. Ganz ohne fragwürdige Methoden. Ist es so besser? Ist gut. Kommt nicht in Frage. Mit eurer gespielten Gerechtigkeit ist jetzt Schluss. Hey, immer mit der Ruhe. Eine Schießerei wollen wir doch alle nicht. Wenn ihr die Verräterin so dringend haben wollt, meinetwegen. Aber ihr helft damit nur den Separatisten. Nein, das tun wir nicht. Ich hasse Separatisten. Und ihn hasse ich auch. Danke. Danke, dass ihr mich befreit habt. Es war so schrecklich. Es war das einzig Richtige. Sagt mir die Wahrheit. Geht nach Hause zu Oda. Seid ihr wirklich Separatisten? Nein, nein. Wir waren bei ein paar Demonstrationen und Treffen, aber wir haben nichts getan. Und wir wissen überhaupt nichts. Wer es glaubt, wird selig. Es ist wahr. Wir hatten keine Ahnung, dass man uns wie Verräter behandeln würde, nur weil wir unsere Meinung äußern. Was sie getan haben, war schändlich. Achtet besser darauf, was ihr sagt. Jetzt ist es vorbei. Tut mir leid, das zu hören. Ich bin froh, dass ihr mir recht gebt. Ich danke euch. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich jetzt tot. Tja, und wieder habt ihr nicht schon genug angerichtet? Was heißt denn hier das? Nicht genug angerichtet. Anscheinend nicht. Wir müssen noch viel mehr anrichten in diesem verkommenen Kaff. Dieser ganze Planet, der stinkt nach Korruption und Intrigen und keine Ahnung noch was noch. Wirklich, also sowas gibt's ja wohl nicht. Solche Handlungen machen uns nicht besser als die Separatisten.